Mao Zedong. Von Millionen Chinesen wird er verehrt wie ein Gott. In einem blutigen Bürgerkrieg macht er China kommunistisch und geht dabei über Leichen. Mao erhebt China zur Großmacht und sich selbst zum allmächtigen Herrscher und Idol einer Nation. Für seinen Traum vom neuen China sterben Millionen Chinesen durch Hunger und Terror. Neu entdecktes Filmmaterial und Zeugnisse von Weggefährten zeigen das doppelte Gesicht eines Mannes, der bis heute polarisiert. Mao, der rote Kaiser, jetzt in ZDF History. China heute, rund 40 Jahre nach Maos Tod. Im Land des Turbokapitalismus ist die Verehrung für den kommunistischen Führer noch immer allgegenwärtig. Ein Widerspruch? 70% seines Handelns sei gut für China gewesen, nur 30% nachteilig, so die offizielle Doktrin heute. Noch immer herrscht die von Mao geführte kommunistische Partei in China, die auf den Kult um den Gründer der Volksrepublik nicht verzichten kann oder will. Noch immer verstellt die Propaganda die Sicht auf die dunklen Seiten von Maos rund 30-jähriger Herrschaft über China. Und auf die wahren Hintergründe seines unglaublichen Aufstiegs von Bauernjungen zum allmächtigen Diktator. 12. August 1945. Auf dem Roten Platz in Moskau feiert die Sowjetunion mit einer Sportparade den Sieg über Hitler. Dabei ist der Zweite Weltkrieg nicht vorüber. Der Krieg um China hat gerade erst begonnen. Noch ist Hitlers Verbündeter Japan nicht besiegt. Die USA werfen zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. 100.000 Menschen sterben sofort. Zeitgleich greift die Sowjetunion die japanische Besatzungsarmee in China an. Am 2. September 1945 kapituliert Japan. Stalins siegreiche Truppen beenden die japanische Herrschaft im Norden Chinas, doch sie führen dort nicht zum Frieden. Während der amerikanische Oberkommandierende Eisenhower und US-Botschafter Averell Harriman den gemeinsamen Sieg mit Stalin feiern, ist zwischen den Verbündeten längst der Kampf um die Nachkriegsordnung entbrannt. Der neue Kalte Krieg. China gehört zu seinen ersten Schauplätzen. Das Land ist gespalten. Auf der einen Seite steht die nationalistische Kuomintang unter ihrem Anführer Chiang Kai-shek, unterstützt von den USA. Auf der anderen Seite Chinas Kommunisten, geführt von Mao Zedong, der Favorit der Sowjetunion. Der Kampf gegen die japanische Besatzung hatte die Rivalen zu Verbündeten gemacht. Jetzt bricht der Kampf um die Macht zwischen ihnen wieder los. Beide Parteien erklären den Gegner zum Erzfeind. In der Propaganda der Nationalisten wird der kommunistische Teufel niedergestreckt. Für die Kommunisten sind die Nationalisten skrupellose Ausbeuter des geknechteten chinesischen Volkes. Der Kampf um die Macht ist auch ein Kampf der Ideologien zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Führer der kommunistischen Bewegung ist Mao Zedong. Ein glühender Idealist, der seit Ende der 20er Jahre mit der Waffe für ein kommunistisches China kämpft und sich auf Marx und Lenin beruft. Der Sohn eines Bauern muss anfangs viele Rückschläge einstecken. 1934 sind die Kommunisten fast besiegt und müssen sich in eine abgelegene Provinz zurückziehen.
In 370 Tagen legen sie unter Maos Führung über 5000 Kilometer zurück. Von 90.000 Menschen, die mit ihm aufbrechen, überleben nur 8.000. Doch Mao gelingt das Kunststück, die Fastkatastrophe in ein Heldenstück umzudeuten. Der sogenannte Lange Marsch macht Mao zum unbestrittenen Führer von Chinas Kommunisten. Der Lange Marsch ist unser Manifest. Jetzt weiß die Welt, dass die Rote Armee eine Armee von Helden ist und dass unser Weg der einzig mögliche ist, um China zu befreien. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Mao wieder oben auf. Mit Stalins Hilfe gewinnen die Kommunisten in China allmählich die Oberhand. 1938 kommt es im Nordosten Chinas zum Entscheidungskampf mit den Truppen Chiang Kai-sheks. Wegen ihrer Wirtschaftskraft und günstigen strategischen Lage ist die Provinz Liaoning von zentraler Bedeutung für beide Parteien. Nach Monaten heftiger Kämpfe gelingt es den Kommunisten, ihren Gegner in zwei Städten einzukreisen: Changchun und Shenyang. Mit den Kämpfen wird auch die Zivilbevölkerung eingeschlossen. Eine humanitäre Katastrophe droht. Doch Mao will einen Sieg über Chiang Kai-shek um jeden Preis. Er befiehlt, auf Zivilisten keine Rücksicht zu nehmen. Seine Order lautet: Verwandelt die Städte in Orte des Todes. Eine wochenlange Blockade beginnt. Maos Vertrauter und Weggefährte Lin Biao ist Oberkommandierender der Roten Armee. Er setzt Maos grausamen Befehl in die Tat um. In seinem Bericht heißt es: Die Blockade zeigt Ergebnisse, denn die Menschen beginnen bereits zu hungern. Sie leben nur noch von Blättern und Gras. Viele sind bereits gestorben. An der Front haben wir alle 50 Meter einen Wachposten aufgestellt. Wir ziehen Gräben und errichten Stacheldraht. Jeder, der zu fliehen versucht, wird gezwungen, umzukehren. Einige haben sich vor unsere Männer gekniet und gebettelt, dass man sie gehen lässt. Mütter haben ihre Babys vor unseren Truppen abgelegt und sind dann verschwunden. Andere haben sich direkt vor unseren Augen erhängt. Ein junger Kämpfer der Roten Armee berichtet: Am Anfang waren wir gar nicht schockiert darüber, so viele Menschen an Hunger sterben zu sehen. Der Krieg hatte uns hart gemacht, unsere Herzen blieben ungerührt. Erst als wir in die Stadt kamen, packte uns das Grauen. Viele von uns begannen zu weinen. Wir hatten geglaubt, dass wir für die Armen kämpften. Aber waren es nicht die geschundenen Leichen der Armen, die wir fanden? Chiang Kai-sheks Truppen sind geschlagen. 400.000 Soldaten fallen in den Städten. Die Zahl der toten Zivilisten ist noch höher. Mao triumphiert. Doch Chiang Kai-shek ist noch nicht besiegt. Mao weiß, will er den Krieg gewinnen, ist er auf Überläufer angewiesen. Deshalb fordert er die feindlichen Soldaten auf, die Seiten zu wechseln. Er verspricht ihnen Nahrung, Kleidung und einen entsprechenden Rang in der Roten Armee. Sogar für Offiziere gilt Maos verführerisches Angebot. Andere kommunistische Führer wie Deng Xiaoping und Marschall Liu Bocheng sind entsetzt. Sie halten Maos Vorgehen für zu riskant. Doch der Kommunistenführer bleibt hart. Wenn ihr keine Überläufe aufnehmt, können wir unsere Angriffe nicht fortsetzen und vergeben den Sieg. Also, gehorcht mir und führt meine Befehle aus. Dezember 1948. Ein Propagandafilm zeigt, wie die Rote Armee die Stadt Kalgan in der Provinz Hebei, nordwestlich von Beijing, angreift. Am 24. Dezember wird die Stadt besetzt.
Am Bürgerkrieg sind mittlerweile mehr als 7 Millionen Soldaten beteiligt, davon allein 5 Millionen auf Seiten der Roten Armee. Maos Taktik zeigt Wirkung. Die Nationalisten sind von der Übermacht der Roten Armee demoralisiert. Das macht sie für Maos Lockrufe empfänglich. Fu Shuai, der Kommandant in Hebei, gibt sich geschlagen und läuft zu den Kommunisten über. Immer mehr von Chiang Kai-sheks Männern wechseln die Seiten, darunter auch ranghohe Offiziere. Am 22. Januar 1949 besetzt die Rote Armee auch Beijing, Chinas Hauptstadt. Doch bei der Feier bleibt Mao hinter den Kulissen. Er fürchtet um sein Leben. General Lin Biao nimmt die Parade der siegreichen Truppen ab. Im Hintergrund stellt Mao schon die Weichen für die Zeit nach dem Sieg. Als erstes verschärft er die Zensurgesetze, um die Medien unter seine Kontrolle zu bringen. Doch Chiang Kai-shek gibt auch nach dem Fall der alten Hauptstadt nicht auf. Der Bürgerkrieg geht weiter, auch wenn die Rote Armee kaum noch zu schlagen ist. Im März 1949 greifen Maos Truppen die Stadt Tuyuan im Norden Chinas an. Am 24. März wird auch dieses Bollwerk von der Roten Armee erobert. Wenig später fällt auch Nanjing, die Hauptstadt der Nationalisten. Vor dem Ansturm der Roten Armee fliehen Chiang Kai-shek und seine Regierung in den Süden nach Guangzhou. In ganz China flammt der Konflikt noch einmal auf. Doch der Roten Armee ist der Sieg nicht mehr zu nehmen. Zug für Zug werden die letzten Rückzugsgebiete der Nationalisten erobert. Im Mai 1949 greift die Rote Armee Shanghai an, das wichtigste Wirtschafts- und Handelszentrum Chinas. Für Mao und seine Mitstreiter hätte ein Sieg hier eine besondere Bedeutung. In Shanghai war die Kommunistische Partei 1920 gegründet worden. Hier war ihre Hochburg, bis Chiang Kai-shek sie in einem Blutbad aus der Stadt vertrieb. Eine siegreiche Rückkehr an ihren Gründungsort wäre für die Kommunisten ein starkes Symbol. Als die Rote Armee vor den Toren der Stadt steht, plündern die Nationalisten die Geld- und Goldvorräte der Stadt und machen sich davon. Am 25. Mai 1949 besetzt die Rote Armee Shanghai. Die Sieger werden in der Stadt als Befreier empfangen. Vor ihrem Haus beobachtet Xu Yimin den Einzug der Roten Armee. Wir waren aufgeregt und feierten. Eigentlich gab es bei uns nicht viele Kommunisten. Aber sie versprachen, der Korruption und der Gewalt in der Stadt ein Ende zu setzen. Das war genau das, was wir wollten. Doch wir ahnten damals noch nicht, was uns noch erwarten sollte. Mit der Einnahme von Shanghai ist der Krieg endgültig entschieden. Mao und der Kommunismus haben gesiegt. Maos Gegner, Chiang Kai-shek, flieht auf die Insel Formosa, wo er eine neue chinesische Republik ausruft, das heutige Taiwan. China und seine damals 550 Millionen Menschen sind jetzt unter kommunistischer Herrschaft. Am 1. Oktober 1949 verkündete Mao Zedong auf dem Tiananmen-Platz in Beijing die Gründung der Volksrepublik China. Zahlreiche Leibwächter umringen Mao. Trotz eines Triumphs über Chiang Kai-shek plagen ihn Verfolgungsängste. Maos Bekannte, Madame Lo Fu, besucht ihn und seine vierte Ehefrau Chiang Qing kurz vor der Proklamation. Er war ganz aufgeregt.
Als ich mich nach seiner Gesundheit erkundigte, teilte mir Chiang Ching mit, dass es ihm eigentlich gut ginge. Nur wenn Fremde in seine Nähe kämen, würde er anfangen zu zittern. Ich verstand nicht gleich und sagte, heute sieht er aber gut aus. Und er antwortete lächelnd, du bist ja auch eine alte Freundin und keine Fremde. Am Tor zu der verbotenen Stadt tritt Mao zum ersten Mal vor eine große Menschenmenge. Es sind seltene Archivaufnahmen mit Originalton, die erst kürzlich in Archiven entdeckt wurden. Als Mao die Volksrepublik China ausruft, jubeln ihm 100.000 Menschen begeistert zu. Eine Augenzeugin beschreibt den Moment. Ich war von meinen Gefühlen überwältigt. Unter den hunderttausenden Bürgern waren neben Arbeitern und Soldaten auch elegante Damen. Bei der Parade standen auch sie freudig und mit klopfendem Herzen vor unserem Führer Mao. War das nicht der Beweis, dass Mao das chinesische Volk vereint? Und standen die vielen roten Fahnen nicht für eine glorreiche Zukunft unseres Landes? Bei vielen Chinesen hält die Begeisterung nicht lange. Mao schickt Soldaten und Parteikader in die Provinzen des Riesenreiches. Er will, dass sie die Bevölkerung umerziehen, nach seinen Vorstellungen. Die kommunistische Idee soll im chinesischen Volk fest verankert werden. Wenn nötig, auch mit Gewalt. Ein Volk, das zu großen Teilen aus Bauern besteht, soll binnen Kürze an der Spitze der proletarischen Weltrevolution marschieren. Zu den Volkserziehern, die Mao schickt, gehört auch sein ältester Sohn An Ying. In der Sowjetarmee hat der 27-Jährige gegen Deutschland gekämpft. Nun soll Maos Sohn helfen, die kommunistische Idee in China zu verbreiten. Dazu werden überall Versammlungen einberufen. An Ying führt ein geheimes Tagebuch. Dann begannen die Anklageversammlungen. Wir befahlen den Menschen, ihre Waffen zu heben und zu rufen, töten, töten, töten. Die Versammlung endete damit, dass mehrere Menschen zu Tode geprügelt wurden. Unter den neuen Rekruten waren Kriminelle und Kollaborateure der japanischen Invasoren. Gesellschaftlicher Abschau. Eine junge Kommunistin wird Zeugin einer Anklageversammlung. Sie hängten vier Bewohner an ihren Handgelenken auf. Und jeder im Dorf, ob Mann, Frau oder Kind, musste zusehen. Sie folterten auch eine Gutsherrin, obwohl sie eigentlich nicht viel Land besaß. Sie fragten sie, wo sie ihr Getreide versteckt halte. Ich wusste, dass sie keines hatte. Doch sie setzten das Verhör und die Schläge trotzdem fort. Schließlich rissen sie ihr die Bluse herunter. Sie hatte gerade erst entbunden, die Milch tropfte aus ihren Brüsten. Ihr Baby lag auf dem Boden und schrie, es versuchte an die Milch zu kommen. Wir senkten vor Scham unsere Köpfe, aber sie zwangen uns hinzusehen. Wer nicht gehorchte, musste selbst mit Schlägen rechnen. Zu den grausamsten Einpeitschern der neuen Ideologie gehört Kang Sheng. Den Kadern befiehlt er: Die Gewalt ist notwendig. Erzieht die Bauern dazu, keine Gnade zu haben. Menschen werden sterben. Aber wir dürfen selbst vor dem Tod nicht zurückschrecken. Mao befürwortet die Umerziehung durch Gewalt. Sie zielt vor allem auf die alte Elite des Landes, die er für die größten Gegner hält. Alle Adligen, Großgrundbesitzer und Intellektuellen umzuerziehen, ist nicht einfach. Deshalb sind in der Provinz Hunan allein 100.000 Menschen verhört worden. 10.000 wurden ins Gefängnis geworfen und 1.000 wurden hingerichtet. Aus Großgrundbesitzern sollen einfache Bauern werden, aus Kapitalisten Arbeiter.
Die Bourgeoisie kann in die neuen Gemeinden integriert werden. Aber um sie zu stigmatisieren, werden sie gezwungen, ihre bourgeoisen Hüte weiterzutragen. Die massenhafte Umerziehung ist Maos erste Terrorkampagne gegen sein Volk. Er will es zum Gleichgang der Gedanken zwingen. Stanley Dara, ein US-Offizier, dreht diese Bilder im Nachkriegs-China. Dara ist Sympathisant der Kommunisten und reist mit seiner Frau durch das Land. Bis zu seiner Rückkehr in die USA hält Dara Kamera und Aufnahmen geheim. Mao will China von Grund auf umgestalten und erneuern. Sein Vorbild ist die Sowjetunion. Doch er will den großen Bruder in Moskau noch übertreffen. In der Sowjetunion wurde die Klassengesellschaft innerhalb von 16 Jahren abgeschafft. Wir stecken unsere Ziele höher und starten eine erbitterte und schonungslose Kampagne. Überall auf dem Land und in den Fabriken setzen wir den kollektiven Gemeinschaftsbesitz durch. Er wird Grundlage für Nahrung, Kleidung und Wohnen. Die Sowjets unterstützen den privaten Hausbau. Wir aber werden den privaten Hausbesitz in Zukunft verbieten. Maos Ziele sind überaus ehrgeizig. Er will nicht nur in Windeseile ein kommunistisches Wunderland errichten, er will zugleich aus einem Agrarland eine industrielle Großmacht formen. Dörfliche Kleinfirmen werden in große Kollektivbetriebe umgewandelt und die Massenproduktion gefördert. Wir sollten von der Sowjetunion lernen. Wer hat uns denn mit Munition, Panzern und Artillerie gegen die japanischen Besatzer unterstützt? Die Sowjetunion ist ein sozialistisches Land und wir auch. Lasst uns also von ihnen lernen. Bald werden auch wir Schwerindustrie haben. Mit 3-5-Jahresplänen werden wir die Stahlproduktion von 900.000 Tonnen auf 20 Millionen Tonnen steigern. Mao will vor allem die Jugend mobilisieren. In seinen Schriften spricht er sie direkt an. Wir brauchen einen Neuanfang. Unsere Vorfahren haben uns nichts hinterlassen außer Imperialismus, Feudalismus und Chiang Kai-shek. Aber jetzt gehört das Land uns. Lasst uns alle gemeinsam in den kommenden Jahrzehnten für unser Land arbeiten. Wenn die erste Hälfte dieses Jahrhunderts für die Revolution bestimmt war, so ist die zweite Hälfte für den Aufbau bestimmt. Wir müssen unsere Jugend dazu erziehen, hart zu arbeiten. Sie müssen verstehen, warum wir sie für den Neuanfang brauchen. Wie andere sozialistische Länder gründet China die Jugendorganisation Junge Pioniere, um schon die Kleinsten zu indoktrinieren. In einem Kinderlied heißt es: Vater ist uns nah, Mutter ist uns nah, aber niemand ist uns so nah wie der Vorsitzende Mao. Das Lied ist ernst gemeint. Später in der Kulturrevolution der 60er Jahre werden Kinder aufgefordert, ihre Eltern als Konterrevolutionäre zu denunzieren. Mao führt in China die Planwirtschaft nach sowjetischem Muster ein. In 5-Jahresplänen will er China zur industriellen Großmacht formen. Doch er ist nicht bereit, dafür mit den alten wirtschaftlichen Eliten des Landes zu kooperieren. Im Gegenteil. Mao ruft die Bauern zum permanenten Klassenkampf auf gegen Gutsherren und Bourgeoisie. Bringen wir die kleinen Chiang Kai-sheks um, befiehlt er ihnen. Tötet in großem Rahmen. Der Terror der Denunziation wird Alltag in China. 3 Millionen Menschen verlieren in Maos Klassenkampf ihr Leben. Mao erklärt Chinas Vergangenheit den Krieg.
und allen, die vom Feudalismus profitiert haben. Tatsächlich ist Mao erfolgreich im Kampf gegen den Drogenhandel, die organisierte Kriminalität und die Korruption. Doch er wird dabei selbst zum größten Verbrecher im Land. Am 30. März 1950 verkündet er: An vielen Orten werden Konterrevolutionäre nicht verfolgt und getötet. Das muss sich ändern. Vor den Parteikadern gibt es kein Entkommen. Sie sind erbarmungslos. Wang Lixi, eine junge Frau aus dem Südwesten Chinas, berichtet: Sie folterten die Menschen und peitschten sie aus. Die Kader schlugen sie mit Stöcken oder mit Steinen. Viele wurden dabei so schwer verletzt, dass sie Blut spuckten. Laut Mao ist der Massenmord der Kader vom Volk gewollt. In den Jahren 1950, 51 und 52 haben wir 700.000 Menschen getötet. Wir mussten das tun, sonst hätte sich die Bevölkerung nicht erheben können. Das Volk verlangte den Massenmord, um die Arbeiter von den teuflischen Despoten zu befreien, die das Rückgrat der Konterrevolution bilden. Nach heutigem Forschungsstand fallen dem Kampf gegen die Konterrevolutionäre nicht Hunderttausende, sondern Millionen zum Opfer. Auf dem Land beginnt die Kollektivierung. Äcker und Höfe werden vergemeinschaftet, doch der Betrieb in Eigenregie ohne Lohn ist den Bauern fremd. Ernten fallen aus. Zum ersten Mal werden die Lebensmittel knapp. Doch es ist nur ein Vorspiel für die kommende Katastrophe. Um den Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft schneller voranzutreiben, ruft Mao 1958 zum großen Sprung nach vorne auf. Doch die Kampagne scheitert kläglich. Xue Erge aus einem Dorf in Sichuan erinnert sich: Sie nahmen uns unsere Töpfe und Pfannen weg. Essen war nur in den Gemeinschaftsküchen erlaubt. Alles wurde kollektiviert. Am Ende hatten wir gar nichts mehr. Viele Bauern fliehen vor der Kollektivierung in die Städte. Auf dem Land fehlen die Arbeitskräfte für die Ernte. Wir sahen die jungen Reisehren verkümmern und konnten nichts tun. Die Kader führten sich auf wie Tyrannen. Erbarmungslos durchsuchten sie unsere Häuser. Sie zerstörten unsere Schränke und Betten und benutzten das Holz zum Heizen. Dann rissen sie sogar die Lehmwände unseres Hauses ein, um damit die Felder zu düngen. Jeder Widerstand wird drakonisch bestraft. Die 19-jährige Wang Manyi lebt in der Provinz Anhui im Osten Chinas. Ich hatte so viel Angst. Mein Lehrer hatte den großen Sprung als Fehler bezeichnet. Dafür musste er für 8 Jahre in ein Arbeitslager. Die Frau meines Onkels aß die Weizenkörner vom Feld. Dafür wurde sie angezeigt und brutal misshandelt. Es war so grausam. Ich kann es kaum in Worte fassen. Der Richter schlug sie während des Verhörs, bis sie schließlich starb. Auch meine älteste Tante starb. Bei ihr war es ähnlich. Es hatte geschneit. Sie ging die Straße entlang auf der Suche nach etwas Essbarem. Als sie auf ein paar Weizenähren herumkaute, wurde sie entdeckt. Sie floh, doch man schickte einen Suchtrupp aus. Auf der Flucht litt sie an Kälte und Hunger. Sie war traumatisiert. Sie starb kurze Zeit später. Der große Sprung nach vorn führt zur größten Hungerkatastrophe der Geschichte. Sie kostet nach Schätzungen über 43 Millionen Menschen das Leben. Zum ersten Mal ist Maos Machtposition in der Partei gefährdet. Es gibt offene Kritik am großen Vorsitzenden, vor allem von Deng Xiaoping und Liu Shaoqi. Mao reagiert mit einer neuen Maßnahme. 1966 ruft er die Kulturrevolution aus. Mit ihr will er den Klassenkampf erneut entfachen. Und China von angeblichen Revisionisten wie Deng und Liu befreien. Abermals stürzt Mao China ins Chaos. Sie werden zu seinen willigen Werkzeugen.
Junge Rotgardisten, die von klein auf in dem Geist erzogen wurden, für den großen Vorsitzenden Mao zu kämpfen. Seine Schriften sind ihr Gesetz, die Rote Mao-Bibel. In der Kulturrevolution sollen die Rotgardisten Maos Feinde im Inneren vernichten. Millionen folgen seinem Aufruf. Kinder denunzieren ihre Eltern. Die Propaganda erklärt Kritiker Maos zu Todfeinden. Alle müssen Angst haben, ins Visier der Rotgardisten zu geraten. Ein 32-jähriger Busfahrer beschreibt, wie er zum Opfer der Kulturrevolution wurde. Die Rotgardisten stellten alles auf den Kopf. Ich konnte mit eigenen Augen beobachten, wie jemand auf der Straße zu Tode geprügelt wurde. Unter den Arbeitern gab es Streit, der schließlich in einem regelrechten Straßenkrieg endete. In den Augen der Rotgardisten gehört der junge Mann zur falschen Seite, zu den Feinden Maos. 1970 wurde ich von Sicherheitskräften festgenommen. Ich wurde gefoltert. Sie banden meine Hände auf den Rücken und rissen sie bis zu meinen Ohren nach oben. Ich kann heute noch das Reißen meiner Muskeln hören und spüren, wie mir das Blut aus dem Körper schoss. Es war schlimmer, als wenn sie mir den Kopf abgeschlagen hätten. 4 Monate lang hatte ich ständig Schmerzen. Er überlebt die Folter, bleibt aber für die nächsten 22 Jahre in Haft. Doch viele überleben den Terror der Kulturrevolution nicht. Zwischen 1 und 3 Millionen Menschen fallen den Säuberungen zum Opfer. Mit Hilfe der Rotgardisten entledigt sich Mao jeglicher Opposition. Seine Macht ist jetzt absolut. Er, der mit der Vergangenheit brechen wollte, stellt sich nun selbst gern in die Tradition der großen Herrscher Chinas als Roter Kaiser. Wie diese ist er für die Massen ein fernes Kultobjekt. Nur wenige kennen den Menschen Mao. Sein persönlicher Leibarzt, Dr. Li Cixui, verbringt viel Zeit mit ihm. In seinen umstrittenen Berichten beschreibt er den Roten Kaiser ungeschönt. Mao putzte sich nie die Zähne. Wie viele Bauern aus dem Süden Chinas spülte er sich den Mund am Morgen mit Tee aus und aß anschließend die Teeblätter. Mit den Jahren wurden seine Zähne schwarz und fielen aus. Glücklicherweise verdeckten seine Lippen die Zahnlücken, sodass man sie nur sehen konnte, wenn er sprach oder lächelte. Der Leibarzt offenbart intimste Details des großen Führers. Ein Bediensteter führte Mao angeblich regelmäßig Frauen zu, behauptet er. Sex mit jungen Mädchen verlängere das Leben, so soll Mao zum Entsetzen Dr. Lis argumentiert haben. Seine sexuellen Ausschweifungen widerten mich an. Die Schändung so vieler naiver und unschuldiger Frauen war mehr, als ich ertragen konnte. Mao leidet, so Li weiter, unter Geschlechtskrankheiten, die der Arzt nicht behandeln darf. Mao habe ihm erklärt, ich wasche mich mit den Körpern junger Frauen rein. Vor allem Maos Doppelmoral ist für den Leibarzt schwer zu ertragen, wie er in seinem noch heute in China verbotenen Buch erklärt. Er ließ sich zahlreiche Paläste bauen. Jeder davon war mit einem riesigen Schwimmbad ausgestattet. Immer wenn er in seinem luxuriösen Zug reiste, musste der restliche Schienenverkehr eingestellt werden. Und wenn er im Flugzeug unterwegs war, mussten alle anderen Flugzeuge am Boden bleiben. Ich verabscheute diese Heuchelei. Er predigt den Kommunismus, führt aber privat ein Leben in Luxus, während das Volk leidet und hungert. Alle meine Hoffnungen in Mao und meine Träume von einer neuen und besseren Gesellschaft waren zerstört. Die Menschen waren nur eine Masse anonymer, hilfloser Sklaven. Ich war empört. Auch das neue China war korrupt. Außenpolitisch wagt Mao 1972 den Neuanfang.
30 Jahre lang waren die USA der Klassenfeind Nummer 1. Jetzt kommt US-Präsident Richard Nixon zum Staatsbesuch nach China. Mao hat sich mit der Sowjetunion überworfen und setzt auf Annäherung an den alten Feind. Dafür erkennen die USA Chinas Rolle in der Weltpolitik an. Die alten Fronten des Kalten Krieges werden aufgeweicht. Der sogenannte Bambusvorhang zwischen China und der westlichen Welt wird durchlässiger. Mao selbst bleibt bei dem Staatsbesuch im Hintergrund. An seiner Stelle begrüßt Premierminister Chu Enlai den Hohen Gast aus Washington. Mao bleibt hinter den Kulissen. Er vermeidet es, mit US-Präsident Nixon gemeinsam in der Öffentlichkeit aufzutreten. Vom Treffen der einstigen Erzfeinde gibt es nur wenige Aufnahmen. Nur ein Journalist aus Beijing darf Fotos machen. Rückblickend erklärt Nixon über seinen Besuch, es war die Woche, die die Welt veränderte. Mit der Annäherung an China setzt Nixon die Sowjetunion unter Zugzwang. Nur wenige Monate später reist er nach Moskau, um zusammen mit Generalsekretär Leonid Brezhnev die SALT-Verträge zu unterzeichnen. Beide Länder verpflichten sich, die atomare Aufrüstung zu begrenzen. Ein Durchbruch in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen. Im Fernsehen spricht Nixon zum russischen Volk über den Konflikt in Vietnam. Die Geschichte lehrt uns, dass große Nationen häufig durch Konflikte kleinerer Staaten in einen Krieg hineingezogen werden, ohne es zu wollen. Er meint damit auch den Streit zwischen Moskau und Beijing. Unser Ziel muss es sein, Gewalt in anderen Teilen der Welt zu unterbinden und ganz besonders unter kleineren Staaten, die uns als Vorbild sehen. Mit großer Macht geht immer auch große Verantwortung einher. Nixons Besuch in Beijing und Moskau markiert eine Zeitenwende. Maos China steht nicht länger im Schatten der Sowjetunion, sondern spielt eine eigene Rolle. Einst hatte Mao die Sowjetunion als das große Vorbild beschworen. Gemeinsam wollte man die Welt zum Kommunismus bekehren. Aus dem Revolutionär ist er Anführer einer Großmacht geworden, die sich auf Augenhöhe mit Moskau sieht. Mao ist Anfang der 70er gesundheitlich angeschlagen. Die vielen Zigaretten und Schlaftabletten fordern ihren Tribut. 1976 erleidet er 3 schwere Herzattacken. Am 9. September stirbt er mit 82 Jahren. Hunderttausende pilgern zur großen Halle des Volkes, wo er aufgebahrt wird. Bei vielen ist die Trauer nicht gespielt. Obwohl der Diktator das Land über Jahrzehnte in Angst und Schrecken versetzte, verehren ihn viele Chinesen noch immer als Vater der Nation. In China glauben viele, dass Maos radikale Maßnahmen notwendig waren, um China zukunftsfähig zu machen. 70% seines Handelns sei gut für China gewesen, nur 30% nachteilig, so die offizielle Lesart heute. Dabei haben Millionen Chinesen durch seine Politik ihr Leben verloren, durch Krieg, Terror und die Folgen der Zwangskollektivierung. Über 40 Millionen Menschen starben allein in der Hungersnot, die Maos großer Sprung nach vorn auslöste. Bürgerkrieg und politischer Terror forderten weitere Opfer. Die Zahl der Opfer von Maos Herrschaft wird auf über 70 Millionen Menschen geschätzt. Doch bis heute stehen in China über 2000 Statuen Maos, doch kein einziges Mahnmal für seine Opfer.
Nach Maos Tod steigt sein alter Rivale Deng Xiaoping zum neuen Machthaber auf. Er reformiert den Staat und öffnet die Märkte. Ihm gelingt, was Mao durch Kollektivierung und Terror nie gelang: die Armut im Land wirklich zu lindern. Heute ist China eine wirtschaftliche Supermacht. Nur die Wirtschaftsleistung der USA ist noch größer. Und der Ehrgeiz der Chinesen ist ungebrochen. Dem Streben nach Wachstum ordnet die Kommunistische Partei alles unter. Statt Kommunismus regiert der Turbokapitalismus. Doch das System Mao besteht weiter. In der Diktatur der Partei und in der Unterdrückung jeglicher Opposition. Aus Maos Volksbefreiungsarmee, die sich einst aus Freischärlern rekrutierte, ist eine moderne Streitmacht geworden. Doch das Militär ist nach wie vor ein mächtiges Instrument gegen die Forderung nach mehr Demokratie im Land. Im Juni 89 hat sie zuletzt friedliche Demonstrationen für mehr Freiheit blutig niedergeworfen. Die Chinesen stecken in einer tiefen Wertekrise. Vor allem junge Menschen fühlen sich orientierungslos. Es mangelt an Solidarität in einer Gesellschaft, in der vor allem der Profit zählt. Vielleicht ist Mao auch deshalb weiterhin so beliebt. Als Sinnstifter und Visionär in einer Zeit, in der die Kluft zwischen Arm und Reich in China wieder riesig ist. Maos Diktatur wird romantisiert als die gute alte Zeit. Kritik an Mao ist nicht nur unerwünscht, sondern gefährlich. Vom Kommunismus hat sich China verabschiedet. Doch der Glaube an Mao ist ungebrochen.